die Christine Diedl bitte ich bitte auf die Bühne mit einem 10-Applaus. Hallo. Den Titel verrate ich euch erst am Schluss. Der struppige Wollknäuel, gelb wie der Straßenstaub, steht vor ihr. Sie hockt sich zu ihm in den Sand. Noch bewegt sich nicht. Sein Stummelschwänzchen wedelt in immer rascherer Folge. Malak schiebt ihre nackten Füße vorsichtig tastend näher. Ihre schmutzigen Zehen bohren kleine Gräben in den Sand. Ihr graublauer Kittel schleift darüber, glättet sie. Das Knattern der Maschinenpistolen ist seit ein paar Stunden verstummt. Nur in der Ferne, hier und da, ein Feuer. Eine Atempause für die Bewohner von Moschaf, nicht weit weg von Gaza. Seit Jahren schon Krieg. Raketenangriffe, Schreie, Blut. Kein Ende in Sicht. Immer wieder verharrt Malak bewegungslos. Schiebt sich dann Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Mit ihren beiden Armen stützt er sich seitlich ab. Der struppig gelbe Wollknäuel kommt langsam näher, schnuppert. Immer bereit zur Kehrtwendung. Jetzt fühlt Malak die feuchte Hundenase in ihrem Gesicht. Zwei dunkle Augenpaare treffen sich. Zwei struppige Köpfe dicht beieinander. Ein freudiges Fiepen. Malak fasst behutsam in das Fell. Der Kleine drängt sich heran, springt auf, leckt mit seiner hellroten Zunge über Malaks Gesicht. Malak kippt zur Seite, Staub wirbelt auf. Graublau und Sandfarben balgen sich im Straßenstaub. Da, ein Knall. Feuer im Mauerrest gegenüber. Malak und das Wollknäuel werden hochgehoben. Ganz fest umklammern sie sich, fallen zu Boden. Graublau und Sandfarben färben sich rot. Al-Nakba, die Katastrophe. Danke.